Servus Leute und somit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie ihr bei eurem Windows 11 PC ganz einfach und easy die Issues mit dem Realtek Audio Treiber beheben könnt. Das geht super easy und das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Genau. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Anmerkung. Und zwar würde ich mich mega freuen über ein Like, Abo und Kommentar. Eurer Seite. Es mag vielleicht ein bisschen greedy wirken, aber ich meine, euch kostet es nichts und mir macht es eine sehr große Freude, also warum denn auch nicht? Genau, jetzt starten wir aber direkt rein. Wir müssen zuerst einmal hier in den Gerätemanager navigieren, das heißt, wir gehen in die Suche und geben einfach hier Gerätemanager ein. Dann wird sich also dieses Fenster öffnen. Können wir das Ganze ein bisschen größer ziehen. Und dann gehen wir hier mal, müssen wir suchen Audio, Video und Game Controller, setzen hier das Dropdown mal nach unten und dann gehen wir hier bei Realtek Audio auf Treiber aktualisieren und dann auf meinem Computer nach Treibern suchen und dann aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer wählen. Hier sehen wir eh, diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind und alle Treiber in derselben Kategorie wie das Gerät. Draufdrücken. Und dann müsst ihr unbedingt den Haken bei kompatible Hardware anzeigen. Und jetzt bekommen wir hier mehrere Optionen. Was uns jetzt was uns jetzt interessiert, ist das High Definition Audio Gerät. Hier einmal draufdrücken, das Ganze anwählen und dann auf Weiter und dann mit Ja bestätigen. Ich mache das jetzt hier nicht, weil danach müsst ihr euren PC neu starten. Deswegen nein. Genau. Und wenn ihr dann danach euren PC neu gestartet habt, gehen wir noch einmal in den Gerätemanager und dann gehen wir hier wieder auf Audio, Video und Game Controller und dann ist hier statt bei euch Realtek Audio, Audio Manager und also der Treiber, den wir gerade installiert haben. Und dann sollten die Probleme, die mit Realtek Audio zu tun haben, alle behoben sein. Wenn das so ist, könnt ihr es gerne mit einem Like, Abo und Kommentar zeigen. Wenn nicht, unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Kommentar schreiben, dann werde ich so schnell es geht auf euer Kommentar antworten und dann finden wir bestimmt eine Lösung. Ansonsten war es das eigentlich schon mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba. Bussi.